Nothing is over until we say it is. Hallo, Annelien. Hallo, hallo. Hallo. Schön, dich wieder zu sehen in unserer ersten Abendsession überhaupt. Und wir sagen gemeinsam, it's over, es ist vorbei, es ist vorüber. Ja, gut für dich. Und das ist eine wahre Aussage, nicht wahr? Es ist nicht vorüber, solange bis ich nicht in meinem Geist und mit der Macht meines Geistes bestimme, dass es vorüber ist. Und das heißt auch, dass die ganze Sequenz erstmal etwas in dem Sinne runtergeholt werden muss vom Rhythmus der Welt, von der Schnelligkeit der Welt. Und wirklich dieser Zeitlosigkeit übergeführt wird, dieser, sagen wir mal, wo alle Bewegung in der Bewegungslosigkeit passiert, in der Stille unseres Geistes. Und natürlich sind wir hier, egal welche Idee wir individuell in unserem Geist tragen und haben, für dieses Teilen eines Augenblickes, der die Zeitlosigkeit und diese Ewigkeit reflektieren. Und natürlich sind wir hier, um uns zu erinnern, dass es nur dieser Moment ist, nur dieser Augenblick ist. Ja, wie viele Semester hast du schon gemacht? Hast du wieder eingeschrieben? Kannst du im Chat schreiben, wie viele Semester du bereits mit dem Kurs bist? In Wirklichkeit bist du ebenso wie ich ein Freshman. Die Freshmans, die beginnen immer von Neuem, jeden Tag von Neuem. Ein Tag genügt. Jeder Tag ist ein Augenblick. Ein Augenblick genügt. In diesem einen Augenblick finden wir die Erfüllung, was menschlicher Geist durch alle Zeit hindurch gesucht hat. Und so ist es viel wichtiger, dass wir jetzt eigentlich uns einfach nur in diesem Geist, der diese Zeitlosigkeit eröffnet, diesen heiligen Geist, diesen Christusgeist uns verbinden. Und das ist das Curriculum, das ist der Lehrplan, wofür sich jeder einschreibt. Aber zum ersten Mal am ersten Tag hier ist oder meint, er hat schon zig Dutzende, hunderte Semester gemacht, ewiger Student ist, ewiger Lehrer ist, ewiger Professor ist, kannst es aussuchen, wie du möchtest. Jeder ist hier, um diese Kommunikation wiederherzustellen in seinem Geist und uns zu erinnern, dass es um eine Kommunikation geht, die wir nicht durch Radiofrequenzen hörbar machen können, aber eine Frequenz, die wir in unserer Seele, in unserem ganzen Geist, im Herzen unseres Herzens sehen, dass es uns eröffnet und verbindet mit allem unserer Selbst und so mit aller Schöpfung, so mit unserem Schöpfer, so mit unserer Quelle. Und diese Kommunikation, von der wir sprechen, von der Jesus spricht, ganz besonders auch in diesem Kapitel 15, wo wir stehen, wo es ja um die Neugeburt des Christus geht, um diesen heiligen Augenblick. Diese Kommunikation ist eine Kommunikation außerhalb des Traumes, außerhalb der Problematik, wie Traumsequenz empfunden und wahrgenommen wird. Weit jenseits dessen, was ich in meinem menschlichen Geist
definieren könnte, sagen könnte, deuten könnte, sagen könnte, was es sei, einordnen, beurteilen. Diese Kommunikation ist hergestellt, wenn wir einfach im Gewahrsein dieser Stille unseres Seins, unseres Geistes ruhen. Und auch so in der Gewissheit, dass es hier wirklich nichts zu tun gibt, dass alles getan wird in dieser Stille. Weil in dieser Stille dehnt sich Geist aus zu sich selbst, zu allem seiner selbst. In die letzten Ecken des Kontinuums hin. Und natürlich spüren wir diese Verantwortlichkeit, hier einen Augenblick, wie es in der Lektion 234, Vater, heute bin ich wieder dein Sohn, erwähnt, wo er von einem winzig kleinen Augenblick spricht, der sich zwischen der Ewigkeit und der Zeitlosigkeit eröffnet hat, ne, dass da etwas verstrichen ist, eine Zeit verstrichen ist. Diesen kleinen, winzigen Augenblick, den ich gemacht habe, zwischen meiner Erinnerung der ewigen Schöpfung und bereits im Erwachen, in der Auferstehung, das Wunder verstehen lerne, wie mein Sein und mein Geist der Zeitlosigkeit übergeführt wird, weil diese Zeitlosigkeit am Ende der Zeit, am Ende meines Machwerks, am Ende meines Träumens, bereits dieses Licht der Ewigkeit der Schöpfung reflektiert und repräsentiert und teilt. Nur in dieser unendlichen Ausdehnung dieses ewigen Augenblicks zu sich selbst sind wir wirklich in Kommunikation. Und ob wir dies in der Form eines Klassenzimmers wie hier in der Aleph Akademie uns anbieten oder uns geben und für uns erlauben, oder ob es in der weiteren Ausdehnung, in den Momenten der Ziellosigkeit und Hoffnungslosigkeit in Bezug, was die Welt nach wie vor im Geist reflektiert, als eine neue Realisierung, als eine neue Gabe, ein neues Geschenk für uns selbst, wie es dieser Welt, unserem eigenen Geist uns selbst anbieten. Niemand kann aus Raumzeit entkommen, außer er wählt dies, was als Welt gesehen wird, anders, neu sehen zu lernen. Einer Anweisung zu folgen, die lehrt, führt und bekräftigt, dass das, was gemeint wird, was hier vor sich geht, wirklich nur ein winziger Augenblicksmoment ist innerhalb der Fehlwahrnehmung,
und in Wirklichkeit bereits vorüber und vorbei ist. Nur ein winzig kleiner Augenblick ist zwischen Ewigkeit und Zeitlosigkeit verstrichen. So kurz ist diese Zeitspanne. Das ist keine Unterbrechung in der Kontinuität gab und auch keinen Bruch in den Gedanken, die auf ewig als eins geeint sind. Die Ewigkeit, die Wirklichkeit, wie du erschaffen wurdest und wie vollkommen und ganz du bist, konnte nicht durch diesen winzig kleinen Augenblick, was als Welt erdacht wurde, verändert werden, unterbrochen werden, blockiert werden. All diese Ideen und Wahrnehmungen, worunter Mensch leidet, kommt aus diesem selbstgemachten Halluzinieren, aus den Ängsten heraus, ohne zu untersuchen und in Frage zu stellen, auf welcher Basis so ein Denken überhaupt beruht. Das ist, was wir jetzt folgen in diesem Angebot, dieser Geistesschulung von einem Kurs in Wundern. Wir folgen dieser Anweisung. All dieses Narrativ, das wir uns selbst so wirklich gehalten haben, in Frage zu stellen und diesem Lichte des Heiligen Geistes zu übergeben, in der Bitte, uns die Wahrheit und nur die Wahrheit zu eröffnen und nichts als die Wahrheit. Nichts ist jemals geschehen, den Frieden Gottes, des Vaters und des Sohnes zu stören. Auch dein Frieden, lieber Bruder, liebe Schwester, dein Frieden als Sohn Gottes wurde nicht gestört. Dies akzeptieren wir heute als gänzlich wahr. Und du siehst, er spricht hier in dieser Lektion 234 von diesen auch nur ein kleiner, winziger Augenblick. Aber in Wirklichkeit führt er uns hin. Um zu erkennen, was Zeit überhaupt ist und wofür wir Zeit verwenden sollen und dürfen. Dass wir Zeit als eine Lerneinrichtung erkennen, als etwas, was wir verwenden, um möglichst schnell so zu, er spricht ja im ersten Kapitel in den Wundergrundsätzen auch darüber. Er spricht von der Abschaffung der Zeit, wie Hubert heute morgens auch vom Kollaps der Zeit, was das Wunder ist, gesprochen hat. Aber die Verwendung der Zeit als eine Lerneinrichtung ist wirklich nur dieser eine Moment, in dem ich hier mein illusionäre Idee über mich selbst, mein Selbstkonzept der Wahrheit überbringen lasse, zulasse, dass es sich in der Wahrheit selbst offenbart, dass hier gar nichts da ist. Das ist alles, was ich definiere. Als ich bin die und der und tue das und jenes und bin so und so ausgebildet und habe Fähigkeiten von Übermenschlichkeit bis Untermenschlichkeit, wie immer du es bezeichnen möchtest, ist wirklich nur selbstgemachter Unsinn, Selbstdarstellung, die in diesem Lichte im heiligen Augenblick zu Licht wird, sich in Licht auflöst, uns aufzeigt, worum es bei Zeit wirklich geht. Ich mache hier einen kurzen Kreuzverweis, wo ich kurz vor der Session hingewiesen wurde, in eine Lektion, die wir in etwas mehr als 2 Monaten
als Tageslektion üben werden, nämlich die Lektion 308, ist in Wirklichkeit einer meiner Lieblingsgebetslektionen. Master Teacher hat sie gerade im Video des Tages, was als eine Gebetssession gemacht wurde, auch erwähnt. Und da habe ich gesehen, wie das genau in dieser Verbindung steht, wo wir jetzt sind, in diesem Erkennen des heiligen Augenblickes in Kapitel 15. Und erwähnt natürlich auch die Neugeburt in dieser Lektion. Dass dieser Augenblick die einzige Zeit ist, die es gibt, ist der Titel von Lektion 308. Und hör hier einfach nur hin und mit mir und zusammen oder sieh es dir so oft an, wie du möchtest. Ich habe mir die Zeit in einer solchen Weise vorgestellt, dass ich mein Ziel vereitle. Hier ist der Hinweis, was ich aus Zeit gemacht habe, war, ich habe mein Ziel vereitelt, ich habe Zeit gemacht, ich habe Zeit in die Länge gezogen, sequenziell gemacht, sodass ich an einen Punkt kam von vollkommener Verzweiflung in der Idee, jetzt komme ich hier nicht mehr raus oder ich bin hier gebunden in diesem Hamsterrad des Nichts meines Geistes. Aber wenn ich beschließe, über die Zeit hinaus die Zeitlosigkeit zu erreichen, muss ich meine Wahrnehmung dessen, wozu die Zeit dient, ändern. Ich kann nicht mehr so dahin träumen, ich kann nicht mehr so dahin halluzinieren und so auf morgen, manana, manana und was alles in der Zukunft passieren sollte und könnte, damit es mir besser ginge, sondern ich spüre diese Dringlichkeit, diese Verantwortlichkeit, Zeit zur Zeitlosigkeit überzuführen, in der Zeitlosigkeit sich als reines Licht zeigen zu lassen. Das ist die Bedeutung von hier und jetzt. Der Zweck der Zeit kann nicht der sein, Vergangenheit und Zukunft als eins zu erhalten. Das einzige Intervall, in dem ich von der Zeit erlöst sein kann, ist jetzt. Denn in diesem Augenblick kommt die Vergebung, um mich zu befreien. Christi Geburt ist jetzt. Ohne eine Vergangenheit, ohne eine Zukunft. Er ist gekommen, um der Welt seinen gegenwärtigen Segen zu geben und sie der Zeitlosigkeit und Liebe zurückzuerstatten. Und die Liebe ist allgegenwärtig, hier und jetzt. Das ist ein anderer Ausdruck, lieber Bruder, was Kommunikation ist. Die Liebe als allgegenwärtig zu erkennen, die Liebe als das anzunehmen, was ich bin, was du bist, hier und jetzt zu leben und den Geist nicht abschweifen zu lassen, weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft. Die Wiederherstellung der Kommunikation ist absolut essentiell und ist der Kern dieses Angebotes von dieser Geistesschulung, ein Kurs in Wundern. Und wir haben es bereits uns angesehen, bevor du in die Sommerferien gegangen bist. Siehst du, wie lächerlich das klingt, wenn wir so uns ausdrücken? Ne? Was? Davor? Ah, es kommt mir so vor, als ob vielleicht sehr viel Zeit vergangen ist. Nicht nur 3 Wochen, vielleicht sogar 3 Jahre, 3 Jahrzehnte. Oder? Vielleicht doch nur 3 Minuten. Du siehst, wir sind absolut fähig. Wir haben die Macht in unserem Geist zu bestimmen, wie wir uns fühlen möchten, wie wir die Dinge sehen möchten. Niemand tut das für dich. Warum beginnen wir heute mit
Kapitel 15, 8. Vielleicht nur deswegen, weil ich mit dir wirklich teilen möchte, die letzten Paragraphen der letzten Abschnitte von Kapitel 15, 6 und Kapitel 15, 7. Und in dieser Wiederherstellung der Kommunikation wir einfach ins Licht springen und sehen, dass wir hier wirklich kein Business mehr haben. Wir kommunizieren außerhalb von Raum und Zeit und erkennen, darin ist bereits alles erfüllt. Im heiligen Augenblick erinnerst du dich an Gott und mit ihm erinnerst du dich an die Sprache der Kommunikation mit all deinen Brüdern. Die Sprache der Kommunikation mit all meinen Brüdern. Denn an Kommunikation wie auch an die Wahrheit erinnert man sich gemeinsam. Wir sind darin gemeinsam. Wir sind darin verbunden. Im heiligen Augenblick gibt es keinen Ausschluss, weil die Vergangenheit vergangen ist. Die Vergangenheit ist vergangen und das ist der Grund, dass nichts mehr ausgeschlossen werden muss. Nichts mehr von meinem Gedankengut muss ich irgendwo verstecken. Ich kann alles so sein lassen, wie es ist. Und mit ihr geht die gesamte Basis für den Ausschluss dahin. Ohne seine Quelle schwindet der Ausschluss. Und das erlaubt es deiner Quelle großgeschrieben, deiner wahren Quelle und derjenigen, all deiner Brüder, ihn in deinem Gewahrsein zu ersetzen. Gott und die Macht Gottes werden ihren rechtmäßigen Platz in dir einnehmen, in mir einnehmen. Es ist unaufhaltbar. Wie haben wir das gelernt während der Pandemiezeit? Die Übertragung, die Infektiosität, du kannst dich nicht beschützen davor, weil das Licht das ist, was höchst infektiös ist und sich der menschliche Geist versucht, sich dagegen zu beschützen und zu wehren. Und du bist vielleicht hier, um zu demonstrieren, dass du nicht mehr vollkommen dieser Verteidigungshaltung nachgeben willst, diesem Narrativ in deinem Geist und bereit bist. Okay, ich bin bereit, dass die Macht Gottes, Gott und die Macht Gottes, ihren rechtmäßigen Platz in mir einnehmen und mich da einsetzt, wo ich vollkommen hilfreich sein kann, für diese Gabe auszudehnen, diese Gabe zu kommunizieren, diese Gabe zu teilen. Und du wirst die volle Kommunikation von Ideen mit Ideen erfahren. Die volle Kommunikation, darum geht es. Alles andere haben wir bereits gemacht. Alles andere, darüber lachen wir jetzt, weil es ein Witz ist. Es ist alles ein Witz hier, was irgendeine Form annimmt, was in der Form nach wie vor als etwas Bestimmtes gehalten und definiert wird. Aber die volle Kommunikation von Ideen mit Ideen zu erfahren, durch deine Fähigkeit, das zu tun, wirst du lernen, was du sein musst, denn du wirst zu verstehen beginnen, was dein Schöpfer ist und was seine Schöpfung mit ihm zugleich ist. Du brauchst wirklich nur anzuerkennen, dass du Gottes Schöpfung bist. Und damit wird alles bestens bereits hergestellt, was du als seine Schöpfung mit ihm zugleich bist. Und der letzte, im letzten Paragraphen 14 vom Abschnitt 7, wo wir es vor der Sommerpause belassen haben, sagt er weiter im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Kommunikation, dass durch den heiligen Augenblick das unmöglich Scheinende vollbracht wird und dabei
tritt zutage, dass es nicht unmöglich ist. Was ist denn das unmöglich Scheinende? Ist es, dass du tatsächlich voll und ganz unmittelbar direkt kommunizieren kannst mit allen Wesen, mit dem gesamten Universum, weil du es bereits bist, weil du keine Distanz und keine Kluft mehr dazwischen halten möchtest, bereit bist, dass sich diese Kluft auflöst, dass sie sich verbindet, dass sie eins werden kann, dass du eins mit mir, eins mit all deinen Brüdern bist, dies anzuerkennen. Im heiligen Augenblick übt die Schuld keine Anziehung aus, da die Kommunikation wiederhergestellt ist. Und die Schuld, deren einziger Zweck ist, die Kommunikation zu stören, hat hier keine Funktion. Hier gibt es kein Verbergen und keine privaten Gedanken. Du siehst, wenn wir Kommunikation voll wiederherstellen, sind wir auch gemeinsam in derselben transformativen Aktion. Dann wandeln wir gemeinsam die Unmöglichkeit der Trennung, wandeln wir in den Gedanken, singulären Gedanken der Schöpfung, in die Wahrheit. Wir erlauben, dass hier nichts mehr zwischen uns steht, was uns noch als unterschiedlich definieren würde. Und es ist nicht so, dass wir nicht Unterschiedlichkeit wahrnehmen werden und weiterhin wahrnehmen werden. Aber im Geist erkennen wir, dass wir eins und gleich sind. Gott erschafft nur das, was gleich mit ihm ist. Und dieses Gleichsein hat nichts mit Unterschiede wahrnehmen zu tun. Was wir brauchen, ist diese Bereitwilligkeit. Die Bereitwilligkeit zu kommunizieren zieht die Kommunikation zu sich an und überwindet die Einsamkeit vollständig. Hier ist vollständige Vergebung. Denn da ist kein Verlangen, irgendjemand aus deiner Vollständigkeit auszuschließen, in jähem Erkennen des Wertes deines Teils darin. Im Schutze deiner Ganzheit werden alle eingeladen und willkommen geheißen. Und das ist, was wir jetzt vollbringen, was wir jetzt für uns haben möchten. Lass uns das teilen und erinnern in einem Moment der Stille, hier in dem Brüder, die Lektion 221, bist du mein Mind, Friede meinem Geist besingen. Lass uns einfach in dieser Verbindung diese ganze, gesamte Kommunikation in Erfahrung bringen. Father, I come to you today to seek peace that you alone can give. I come in silence, in the quiet of my heart, the deep recesses of my mind. I wait and listen for your voice. My Father, speak to me today. I come to hear your voice in silence and in certainty and love. Sure that you will hear my call. Sure that you will hear my call. Sure that you will hear my call. And answer me. Peace to my mind, let all my thoughts be still. Peace to my mind, let all my thoughts be still. Now do we wait in quiet, God?
as we wait together. And I am sure that he will speak to you, and you will hear. Accept my confidence, for it is yours. Our minds are joined, we wait with one intent. To hear our Father's answer to our call and find his peace. Peace to my mind, let all my thoughts be still. Peace to my mind, let all my thoughts be of what we are. Reveal yourself unto your Son. Speak to us of what we are. Speak to us of what we are. Reveal yourself unto your Son. Speak to us of what we are. Father, I come to you today to seek the peace that you alone can give. I come in silence. I come in silence. Ich komme in Stille. Es ist deine Kommunikation mit deinem Lehrer, dem Heiligen Geist. Er sagt zu Beginn des achten Abschnittes als einzige wirkliche Beziehung, dass es der Heilige Geist ist, der dich als dein Lehrer so lange nicht verlassen darf, bis der heilige Augenblick sich weit über die Zeit hinaus ausgedehnt hat. Bis du fähig bist, dieses Geschenk des Himmels, des heiligen Augenblickes, sich weit über die Zeit hinaus ausdehnen zu lassen. Und das heißt, mit all dem, womit du dich beziehst, in deinem Traum teilst, dich selbst beschenkst damit, weil es ist im heiligen Augenblick, in dem wir erkennen, dass Vergebung vollbracht ist, dass alles vergeben ist. Es ist nur im heiligen Augenblick, in dem wir wahre Vergebung erfahren. Und wir machen zwar im dritten Absatz weiter, ich möchte noch mal ausholen mit dem zweiten Absatz, weil er hier in diesem Kapitel 15 bereits beginnt. All das, was als besonders und speziell im Geist behalten wurde, dieser Fakultät des Heiligen Geistes zu übergeben. Das heißt, er geht bereits auf
diese Vorstellungen und Konzepte der besonderen Beziehung ein, was natürlich im nächsten Kapitel 16 seinen Höhepunkt finden wird. Und auch dieser Abschnitt 8, die einzig wirkliche Beziehung im Kapitel 15, ist einer dieser Abschnitte, auf die ich immer wieder stoße, wenn ich das Buch öffne, in den verschiedensten Sprachen. Und er sagt hier im zweiten Absatz, dass du ihn freudig hören darfst und von ihm lernen sollst. Höre ihn freudig und lerne von ihm, dass du überhaupt keine besonderen Beziehungen brauchst. Blick wirklich dahin in deinem Geist, wo du die Klarheit hast, dass das diese Konzepte, die wir uns einander angeboten haben, was wir in der besonderen Beziehung finden könnten, was wir darin gesucht haben. Natürlich ist das eine Liste von Dingen, aber unter dem Strich ist das die eine Sache, die eine Idee. Du weißt es so gut wie ich. Mensch hat Liebe gesucht und hat durch diese Suche nach der Liebe eine besondere Beziehung versucht zu etablieren. Und darin das zu finden, was bereits sein ist. Und so konnte menschliches Bewusstsein die Liebe selbst verleugnen, indem ein Ziel in der besonderen Beziehung verfolgt wurde, konnte ich weiter verleugnen, was bereits mein ist und immer war. Aber wenn wir alles in Frage stellen, dann wissen wir, dass wir nicht suchen, was wir bereits haben. Und das ist, wo besondere Beziehung umgewandelt wird in Heiligkeit. Weil wenn beide anerkennen, dass sie nicht nur Liebe sind, sondern alles haben, was die Liebe geben kann, was wirst du dann teilen in deinen Beziehungen, außer diese Fülle deines In-Liebe-Seins? Das hat nicht mehr viel mit sich beziehen zu tun, wie es in der Welt gelebt wird, nicht wahr? Er sagt weiter, du suchst in ihnen nur das, was du weggeworfen hast. Darüber sprechen wir gerade. Die Liebe Gottes wurde weggeworfen, nicht wahr? Und durch sie wirst du den Wert dessen mit nie erfahren, was du weggeworfen hast und wonach es dich trotzdem noch aus ganzem Herzen verlangt. Jeder will in Liebe sein. Jeder will die ganze Liebe in Erkenntnis und Erfahrung bringen. Natürlich brauchen wir auch dieses Medium der Zeit des uns Treffens, des einander miteinander Gehens auf der Zeitlinie, damit wir uns daran wieder erinnern. Wir wollen uns verbinden. Und hier ist natürlich wieder die Frage, wo will ich mich verbinden? In Illusionen oder im Geist, wo das Licht und die Liebe ist? Wir wollen uns verbinden, um den heiligen Augenblick zum einzigen zu machen, was es gibt, indem wir danach verlangen, dass er das Einzige sei, was es gibt. Gottes Sohn braucht deine Bereitwilligkeit. Gottes Sohn braucht meine Bereitwilligkeit. Danach zu streben, so notwendig, dass du dir ein so großes Bedürfnis gar nicht vorstellen kannst. Sie das einzige Bedürfnis, das Gott und sein Sohn miteinander teilen und das sie gemeinsam stillen wollen. Darin bist du nicht allein. Du siehst, wir werden buchstäblich zu mächtigen Gefährten, die am Weg nach Hause sich begleiten,
sich alles geben und unterstützen, um alle Ideen erfüllt oder als erfüllt zu erkennen und zu erfahren. Und insbesondere, dass wir immer gemeinsam nach Hause gehen, dass wir nie allein sind. Alles, was Wert hat innerhalb des Erwachens, wird gemeinsam in der gesamten Sohnschaft erfahren und der Singularität übergeführt. Der Wille deiner Schöpfungen ruft dich, deinen Willen mit ihnen zu teilen. Wende dich also in Frieden von der Schuld zu Gott und zu ihnen hin. Nimm nur mit dem eine Beziehung auf, was dich niemals verlassen wird und was du nie verlassen kannst. Nimm nur mit dem eine Beziehung auf, was dich niemals verlassen wird und was du nie verlassen kannst. Wenn du irgendeinen Stift bei der Hand hast, mach hier bei diesem Satz ein großes Rufzeichen hin. Das wurde mir bereits gesagt und ich wurde bereits darin belehrt, bevor ich überhaupt diesen Kurs in meinen Händen hatte. Das war in meiner indischen Zeit und es war Meister Bunjaji, der sagte, natürlich kannst du eine Beziehung haben, natürlich kannst du machen, was du möchtest und heiraten und was immer, aber mach sicher in deinem Geist, dass du nicht verlassen werden kannst, dass du den gemeinsamen Zweck teilst. Weil darum geht es, wenn wir einen gemeinsamen Sinn und Zweck erfüllen, der das Erwachen des Geistes ist, der dem Nachhausegehen gewidmet ist, der der vollständigen Umwandlung und Transformation des Geistes gewidmet ist, dann verlässt du niemanden und niemand wird dich verlassen. Die Einsamkeit von Gottes Sohn ist seines Vaters Einsamkeit. Lehne das Gewahrsein deiner Vollständigkeit nicht ab und versuche nicht, sie dir selbst zurückzuerstatten. Versuche nicht, aus vergangenen Ideen heraus, vergangenen Erfahrungen, aus Wissen aus der Vergangenheit, sie dir selbst zurückzuerstatten. Hab keine Angst, der Liebe deines Erlösers die Erlösung zu übergeben. Er wird dich nicht enttäuschen, denn er kommt von einem, der nicht scheitern kann. Er kommt von einem, der nicht scheitern kann. Nimm dein Gefühl des Scheiterns als nichts weiter an, als einen Irrtum darüber, wer du bist. Denn der heilige Gastgeber Gottes steht über jedem Scheitern. Und nichts, was er will, kann ihm verweigert werden. Und dann natürlich ist das Gefühl da, ich habe in meinem Menschsein mit meinen konzeptionellen Ideen und Vorstellungen bin ich vollkommen gescheitert. Ne? Aber in Wirklichkeit konnte ich nicht scheitern. Und das ist das Wesentliche, weil in Wahrheit bin ich immer der heilige Gastgeber Gottes gewesen. Auch wenn ich gemeint hätte, ich wäre der Türsteher in die Hölle. Auch der Türsteher, du als Türsteller zur Hölle, Türsteher zur Hölle, bist der heilige Gastgeber Gottes. Und du stehst über jedem, über jeder Möglichkeit des Scheiterns. Nichts, was du willst, kann dir verweigert werden. Dein Geist ist allmächtig. Du bist auf ewig in einer Beziehung, die so heilig ist, dass sie jeden ruft, der Einsamkeit zu entrinnen und sich mit dir in deiner Liebe zu verbinden. Und wo du bist, muss jeder suchen und dich dort finden. Was für eine Aussage, nicht wahr? Du bist auf ewig in einer Beziehung, die so heilig ist, dass sie jeden ruft, der Einsamkeit zu entrinnen und sich mit dir in deiner Liebe zu verbinden. Und wo du bist und wo ihr seid, da muss jeder suchen
und dich dort finden und sich selbst dort finden. Lass uns das wieder in unserem Geist zur Erfahrung verinnerlichen. Was wir wirklich lernen dabei, und damit will ich es für heute belassen auch, ist, als diese Erkenntnis, was Erlösung tatsächlich ist, und dieses Annehmen der Erlösung für mich selbst, weil das ist ja, was ich lernen darf und was das, was mein ist, ich dir als mein Selbst anbieten und mit dir teilen kann. Und ein wesentlicher Punkt ist eben, dass wir hier mit diesem Kurs lernen dürfen, nicht mehr weiter Illusionen zu unterstützen. Und vielleicht kommt dir das ja bewusst bekannt vor jetzt, weil es tatsächlich auch die Basis ist, wo wir gerade sind in den Lektionen. Wenn du erlaubst, dass das Erlösungsprinzip für dich in deinem Geist alles aufheben kann, in deinem Geist, ne, dann weißt du auch, dass du wie die Erlösung nicht mehr Illusionen unterstützen kann. Nur mehr Illusionen loslassen kann. Und er drückt es eben in dieser Antwort auf die Frage, was ist die Erlösung, aus, indem er sagt, indem die Erlösung sie nicht, diese Illusionen nicht unterstützt, lässt sie sie einfach still zu Staub zerfallen. Das ist, was wir vollbringen, dass es einfach zu Staub zerfallen darf. Und das, was sie versteckten, wird nun offenbar. Und er nennt es einen Altar, so wie er sie dann im nächsten Paragraphen
als diesen heiligen Ort bezeichnet. Das ist der Altar in unserem Geist. Ein Altar für den heiligen Namen Gottes, auf dem Gottes Wort geschrieben steht, vor dem die Gaben deiner Vergebung hingelegt sind. Wir legen die Gaben unserer Vergebung auf diesen Altar, vor diesen Altar, mit der Erinnerung an Gott nicht weit dahinter. Und täglich kommen wir zu diesem heiligen Ort. Und wieder verbringen wir gemeinsam einen Moment, einen Augenblick, eine Weile genau da, in dieser Aktion. Hier teilen wir unseren letzten Traum. Es ist ein Traum, in dem kein Kummer ist, sagt er. Denn er birgt einen Hinweis auf die ganze Herrlichkeit, die uns von Gott gegeben wurde. Das Gras drängt durch die Erde, die Bäume schlagen aus, Knospen, Vögel sind gekommen, um in ihren Ästen nun zu leben. Die Erde wird wiedergeboren in einer neuen Perspektive. Die Welt, die du siehst, wird wiedergeboren. Du wirst wiedergeboren in einer neuen Perspektive. Die Nacht und Dunkelheit ist vergangen. Wir sind im Licht zusammen. Danke. Danke, lieber Bruder. Danke. Every single moment is but a memory of how it all happened and what's happening to me. I stood in the light so my brother could see. And I saw the face of Jesus looking back at me. Danke, danke, dass du da bist. Danke für dein Licht, das ich in meinem Geist sehe und spüre und erfahre. Wunderbar. Mach auch eine neue Sache, für die ich dich auch einlade, eine Klasse von Reflexionen. Sie heißt mit ihm, mit dem Heiligen Geist beleuchten, das sich auf praktische Dinge auch beziehen darf, so wie wir es in den Sommerferien Nachhilfe Klassen gemacht haben, die alle Informationen dazu und den Zugang zu, es findet in einem persönlichen Zoom-Raum statt, findest du auf der Startseite meiner Webseite theowand.com. Ja. Danke, du hast einen wunderschönen Abend. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Danke, danke für dich. Danke. But I love you so much, I had to show you a death is not real. Dankeschön. Danke. Danke. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Gute Nacht. Danke. It seemed like forever, but it really wasn't that long.